Angenehmen Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Spätausgabe der Zeit im Bild an diesem Samstag. In Tschechien wird Petr Pavel der nächste Präsident. Der frühere NATO-General hat sich in der Stichwahl mit 58% Zustimmung klar durchgesetzt gegen den früheren Premierminister Andrej Babiš. Er galt schon zuvor als Favorit. Als gerade einmal 80% der Stimmen ausgezählt sind, ist klar, Petr Pavel wird der neue Präsident von Tschechien. Ich sehe, dass bei dieser Wahl Werte gewonnen haben. Werte wie Wahrheit, Würde, Respekt und Demut. Es ist eine Anspielung auf den teils schmutzigen Wahlkampf. Ausgehend auch von seinem Gegner, dem Milliardär und einstigen Regierungschef Andrej Babiš. Doch dessen hitzige Kommentare und Anschuldigungen bringen ihm keinen Erfolg ein. Die Bevölkerung will Veränderung. Ich habe für Pavel gestimmt. Er ist ein vernünftiger Mann und ich glaube, die junge Generation hat eine Zukunft mit ihm. Der langjährige General Pavel, der 2018 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses wird, die höchste Instanz in dem Bündnis, wirbt mit seinen Führungskräften. Sein Motto: Genug Chaos, ich bringe Ordnung und Würde. Als eindeutiger Sieger der Präsidentschaftswahl löst Pavel im März den derzeitigen Staatschef Miloš Zeman nach 10 Amtsjahren ab. In Wien-Penzing ist heute Nachmittag ein 60 Jahre alter Mann bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Trotz aufrechtem Waffenverbot soll er einen Nachbarn bedroht und sich dann in seiner Wohnung verbarrikadiert haben. Dann hat er durch die Tür mehrfach auf die Polizisten gefeuert. Bei dem folgenden Schusswechsel ist der 60-Jährige tödlich getroffen worden. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt. Morgen steht uns ein spannender Wahlsonntag bevor, denn knapp 1,3 Millionen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher über 16 sind zur Landtagswahl aufgerufen. Schon allein aufgrund der Größe des Landes wird das Wahlergebnis auch im Bund ganz genau beobachtet werden. Die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen, das ist das Ziel aller anderen Parteien. Sowohl SPÖ-Chef Franz Schnabel als auch FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer haben im Wahlkampf den Landeshauptmann-Anspruch erhoben, während Johanna Mikl-Leitner und die ÖVP mit der Warnung vor Rot-Blau versuchen zu mobilisieren. Die Grünen stehen ebenso landesweit am Stimmzettel wie die NEOS. Die erste Hochrechnung gibt es morgen um 17 Uhr in ORF 2. Die größte Stadt Neuseelands, Auckland, kämpft weiterhin gegen Wassermassen. Der ständige Regen hat fast die ganze Stadt überflutet. Drei Menschen sind bereits ums Leben gekommen. Die Behörden haben den Notstand ausgerufen für die 1,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt. Überschwemmungen und Erdrutsche, das sind die Auswirkungen von 250 mm Regen innerhalb von 24 Stunden in Neuseelands größter Stadt. Derartige Niederschlagsmengen sind in Auckland noch nie gemessen worden. Drei Männer kommen in ihren zerstörten Häusern ums Leben. Mindestens eine Person wird noch vermisst. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Auckland sind ob der Zerstörungen fassungslos. Ich bin hier schon mein ganzes Leben. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Das Wasser ums Haus ist mir bis zum Hals gestanden. Aus der Luft verschafft sich der neue Regierungschef von Neuseeland, Chris Hipkins, einen Überblick über die Schäden. Er spricht von einer Tragödie und ruft die Menschen auf, zu Hause zu bleiben, da mit weiteren Regenfällen zu rechnen ist. Bei unseren Nachbarn in Liechtenstein wird morgen darüber abgestimmt, ob Spielcasinos künftig per Verfassungsgesetz verboten werden sollen oder nicht. Im Fürstentum poolen derzeit schon 6 Spielcasinos um die Gunst der Gäste. Ein siebtes wartet auf Genehmigung. Auf 6.600 Einwohnerinnen und Einwohner käme also ein Spielcasino. 6 Spielcasinos für knapp 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind zu viel, findet eine kleine Gruppe in Liechtenstein. Wir sind Liechtensteiner. Und wir möchten nicht, dass wir plötzlich eben im Casinotum Liechtenstein oder dass wir in Las Vegas der Alpen wohnen, sondern wir wollen unsere Heimat so nicht verkaufen. Die Gruppierung fordert, dass Casinos per Verfassungsgesetz verboten und alle bestehenden in den nächsten 5 Jahren zugesperrt werden sollten. Der Casinoverband Liechtenstein kontert. Der Markt wird das Überangebot regeln. Also wir sind im Casinoverband einstimmig der Meinung, dass der Markt 3, im Maximalfall 4 Casinos vertragen wird und der Markt wird sich regulieren. Die 6 Spielcasinos haben im Vorjahr 131 Millionen Franken Umsatz erwirtschaftet. Knapp 50 Millionen Franken fielen an Steuereinnahmen an. Ein gutes Geschäft für den Staat. Und wir kommen jetzt noch zu den Wetteraussichten.
Der Schneefall klingt jetzt immer mehr ab und morgen kommt verbreitet die Sonne hervor. Im Rheintal und im Süden kann sich länger Nebel halten. Es bleibt recht kalt bei minus 2 bis plus 4 Grad. Zu Wochenbeginn kommt starker, auf den Bergen stürmischer Westwind auf und vor allem entlang der Alpen-Nordseite kann es zeitweise schneien oder regnen. Die Temperaturen kommen überall ins Plus. Stichwort kommen, wir sind am Ende dieser Spätzip angekommen. Verbringen Sie noch einen angenehmen Abend. Bis morgen. Auf Wiedersehen.